Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung und die Begrüßung. Ich möchte Ihnen ganz kurz vorstellen, was die Kulturstiftung des Bundes im Bereich der Vermittlung fördert, wie sie arbeitet und was Ihre Fragen sind. Vermutlich oder vielleicht auch nicht, ist die Kulturstiftung des Bundes Ihnen ein Begriff. Ich würde gerne noch drei kurze Fakten noch dazu sagen, wer die Kulturstiftung des Bundes ist. Die Stiftung wurde 2002 gegründet, sitzt in Halle und wird von der Staatsministerin für Kultur und Medien gefördert. Das sind derzeit 35 Millionen Euro pro Jahr. Und die Kulturstiftung des Bundes hat im Wesentlichen drei Fördersäulen. Das eine ist die allgemeine Projektförderung. Da können Kultureinrichtungen sich für künstlerische Projekte im internationalen Kontext antragsoffen bewerben. Da kann man zweimal im Jahr Geld beantragen. Dann gibt es die Förderung der Leuchttürme, das ist sowas wie die Documenta und das Theatertreffen hier in Berlin. Und dann gibt es den größten Bereich und das sind die Initiativprojekte, wo wir Projekte und Programme zu gesellschaftlich relevanten Fragestellungen initiieren und mit Partnern zusammen erarbeiten, meist über einen sehr langen Prozess hinweg. Und das sind dann sogenannte Schwerpunkte. Da kann man zum Beispiel sagen, dass wir zum Thema Migration gearbeitet haben, zum Thema Klimawandel, zum Thema Zukunft der Arbeit. Und da gibt es eben auch den Bereich der Vermittlung. Und deswegen bin ich jetzt auch hier, weil den betreue ich nämlich. Und da würde ich Ihnen gerne exemplarisch zwei Programme vorstellen, die wir aktuell mit Partnern fördern und initiiert haben. Und uns geht es bei dem Bereich Vermittlung immer darum, dass, also der Titel der Tagung ist ja auch schon Zugang gestalten und eigentlich geht es darum, möglichst vielen Menschen einen Zugang zu Kultureinrichtungen und aber auch zu Kunst und Kultur zu ermöglichen und die Kultureinrichtungen dabei zu unterstützen, wie sie das ermöglichen können, wie sie ihre Türen öffnen, welche Fragen sie stellen können, wie man sich verstärkt, mit welchem Partner man zusammenarbeitet. Da geht es also uns darum, dass man ein Erproben ermöglicht, wo auch verworfen werden darf, dass wir dass man eben auch erstmal dieses austestet. Das ist genauso wie beim Museum 4.0. Wir wissen es auch nicht, wie es geht. Wir können nur gemeinsam Fragen definieren und dann ein Setting schaffen, in dem erprobt wird, wie es gehen kann, um dann wiederum zum Nachahmen anzuregen. Und das wird dann meistens mit einer exemplarischen Anzahl von Kultureinrichtungen bundesweit gemacht. Das ist ja klar, weil wir sind ja die Kulturstiftung des Bundes. Das hatte ich jetzt noch nicht weitergeschaltet. Genau. Das richtet sich immer an Kultureinrichtungen in der gesamten Bundesrepublik. Und es geht uns darum, Impulse dann auch in die gesamte Landschaft der Kultureinrichtungen zu senden. Parallel zum Tagungsthema möchte ich Ihnen zwei Programme im Bereich der Vermittlung vorstellen. Das eine ist das Lab Bode, was wir gemeinsam mit den staatlichen Museen zu Berlin in einem langen Prozess erarbeitet haben. Und die Grundfragestellung ist ziemlich ähnlich diesem Tagungsthema. Also wie gestalten wir eigentlich Zugänge? Dass wir Zugang gestalten wollen, ist uns, glaube ich, allen klar und darüber sind wir uns sicher auch einig, aber das Wie ist nicht so einfach zu beantworten, gerade in einer diversen Gesellschaft, in Stadtgesellschaften, die sehr heterogen sind. Und ich erzähle Ihnen kurz eine Anekdote. Wir haben das Lab Bode als Initiative zur Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen ins Leben gerufen. Und zwar, weil wir ein langes Programm hatten, das hieß Kulturagenten, wo wir mit Schulen und Kultureinrichtungen zusammengearbeitet haben. Und da ging es auch erstmal darum, dass die Schulen sich ja öffnen sollen für Ausflüge in Museen etc. Und es wurde aber relativ schnell auch deutlich, dass die Kultureinrichtungen auch überhaupt noch nicht wirklich bereit sind oder auch die Kapazitäten oft nicht haben für langfristige Zusammenarbeiten. Und für die Fragen, die die Kinder und Jugendlichen mitbringen, ist in fertigen Vermittlungsangeboten auch wenig Platz. Und wir hatten oder durften beobachten, ein Programm, ein Projekt, das von einer Schule aus Berlin mit dem Bode-Museum war. Und da ging es darum, dass das Bode-Museum hat ja eine sehr wertvolle Sammlung, aber überwiegend christliche Ikonografie. Die ist aber einer Berliner Schülerschaft gar nicht so vertraut. Wenn Sie sich eine Schulklasse in Berlin heute angucken, ist das ein Thema, was für viele Kinder im Aufwachsen gar keine Rolle spielt. Und dieses Projekt hat zu Mutter-Kind-Rollen anhand der Madonnenfiguren gearbeitet. Und die Kinder sind mit ihren Müttern gekommen und mit ihren Omas gekommen und haben sich mehrere Tage am Bode-Museum aufgehalten und ganz, ganz intensiv an dem Haus gearbeitet.
Und das hat funktioniert und das hat uns total berührt, weil wir gesagt haben, es kann ja gehen, wenn man den Raum gibt, wenn man es ermöglicht. Also haben wir bundesweit recherchiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass einerseits in den allermeisten Museen der Bereich der Vermittlung gestärkt werden muss, dass er noch nicht sowohl personell als auch vom Budget her noch nicht den Stellenwert hat, der es vielleicht verbal oft ist. Und das Zweite ist, dass es aber auch an zeitgemäßen Formaten fehlt. Wie reagiere ich eigentlich auf eine diverse Stadtgesellschaft? Wie reagiere ich mit einer Schulklasse um, die eben aus ganz verschiedenen Herkünften und Heimaten die Kinder kommen? Und dann haben wir uns das Bode-Museum als Zentrum ausgesucht und mit dem Staatlichen Museum zu Berlin gesagt, das ist jetzt das Haus, an dem wir das mal ausprobieren. Das Bode-Museum ist sozusagen zu einem Labor geworden. Und als allererstes haben wir gesagt, wir brauchen Raum. Das heißt, wir haben 4 Ausstellungsräume, die zu Vermittlungsräumen geworden sind. Ich zeige Ihnen das mal. Das sind ursprünglich Ausstellungsräume gewesen, wo ganz normal die ständige Sammlung gezeigt wurde. Und jetzt sind das Räume, die für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zur Verfügung steht, aber auch für die Besucher allgemein. Die sind freigeräumt worden. Es sind Objekte wie eine kleine Bühne, aber auch Matratzen, wo man sich ausruhen kann, Laptops, wo man recherchieren kann für alle Besucher. Es sind ganz viele Stellwände, wo die Projekte präsentiert werden können. Und das ist einfach, in diesen Räumen wird jetzt gearbeitet. Und zwar, da können alle Besucher hin, sie sind also herzlich eingeladen, ins Bode-Museum zu gehen und sich die Räume mal anzuschauen. Es sind auch sehr schön gestaltete Räume. Und die Kinder und Jugendlichen arbeiten dort. Das heißt, wenn ein Museumsbesucher jetzt durchs Haus läuft, kommt er unter Umständen an diesen Räumen vorbei oder muss sogar durch diese Räume durch und sieht, wie sich Kinder und Jugendliche mit dieser Sammlung auseinandersetzen. Vom Prinzip her haben wir das so aufgebaut, dass wir gesagt haben, erproben kann man am besten, wenn man lange zusammenarbeitet. Das heißt, wir arbeiten mit 9 Partnerschulen in Berlin zusammen, die konnten sich bewerben, das sind alle Schulformen. Und so entsteht auch eine Art Vertrauensbasis, wo man sich auch sagen kann, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Die Schüler sind jetzt an dem Punkt, dass sie auch sagen, was sie langweilig finden, was sie doof finden, die auch mit dem Direktor, Herrn Dr. Chapuis, in Dialog gehen, sich trauen, ihm zu sagen, was sie sich noch wünschen. Also ein erster Wunsch war natürlich, dass sie eine Nacht im Museum übernachten müssen. Das ist jetzt schwieriger geworden, seitdem die Münze gestohlen wurde. Das hatten wir natürlich vor. Mal gucken, ob uns das noch gelingt. So, das sozusagen zu den Räumen. Und die Schulen arbeiten zusammen. Die Elemente, die wir in diesen Räumen haben, die sind alle so angelegt, dass sie sich auch in der ständigen Sammlung bewegen können. Das heißt, die Schüler können mit so einem Vorhang durch die ständige Sammlung wandern und dort arbeiten. Das kann als Vorhang benutzt werden, die können Fotoworkshops machen und so weiter und so fort. Und die Themen, zu denen sie arbeiten, die sind aus einer größeren Umfrage sowohl mit Lehrern, Schülern, aber auch Vermittlungsexperten hervorgegangen. Und das sind häufig auch allgemeine Themen. Also natürlich kommen da Themen vor wie Museum als System, aber auch Themen wie Herkunft, Migration, Rassismus. Und die Vermittlerinnen, die da arbeiten, die haben dann zu den ganzen Themen exemplarische Projekte entwickelt, die aber mit den Schülern ständig weiterentwickelt werden und dann am Ende in einem digitalen Baukasten bundesweit allen Museen zur Verfügung gestellt werden sollen. Ich gebe Ihnen noch einen Einblick in ein paar andere Projekte. Das ist ein Projekt, das heißt Anderssein. Da haben Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Selbstporträts in der Ausstellung verortet und sich in Beziehung zu den Skulpturen gesetzt. Das sind immer Berliner Schüler, die da arbeiten. Ne? Das ist, die dürfen dann auch in der ständigen Sammlung bleiben. Auch das ist natürlich ein Prozess. Wo können die stehen? Welche Qualität müssen sie haben, um da stehen zu dürfen? Wie lange dürfen sie stehen? All das sind auch Prozesse, die ständig mit dem Museum verhandelt, ausgehandelt, weiterentwickelt werden müssen. Weil natürlich ist das auch neu für das Bode-Museum und Herrn Dr. Chapuis und die Kollegen. Hier ist ein Projekt, da haben Kinder und Jugendliche sich mit den Statussymbolen auseinandergesetzt, das hieß Schneller, Höher, Weiter, und sie haben quasi geguckt, wie sie da den Statussymbolen des Museums etwas entgegensetzen können. Also wie kommen sie an die Sockel ran? Und das ist, hier haben die Schüler sich einen Holz-Porsche gebaut. Der stand dann 5 Tage in der Eingangshalle vom Bode-Museum neben der Reiterskulptur. Und
Hier haben die Schüler sich überlegt, wie sie eigentlich in 4 Tagen zu einem Superhelden werden können, weil sie in dem Museum ziemlich viele Skulpturen, heldenhafte Skulpturen entdeckt haben und dann selber auf Entdeckungsreise gegangen sind, wie sie das eigentlich machen können. Und die Fragen der Schüler sollen wieder Eingang in den normalen Museumsbetrieb finden. Das ist eine Karte, die dann für alle Museumsbesucher zur Verfügung steht. Die Schüler haben Fragen gestellt, die sie in einem eigenen Museumsrundgang den Besuchern mitgeben. Die Frage zum Beispiel, warum ist hier alles so groß? Also das Reiterstandbild hätte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Schuhgröße 73. Also wenn wir uns mal überlegen, sozusagen uns ins Verhältnis setzen, kommt sich ein Schüler doch relativ klein manchmal vor in einem solchen Museum. Da das bundesweit ist das Programm, haben wir auch einen bundesweiten Bereich. Wir haben Museen mit Sammlungsschwerpunkt Kunst aufgefordert, sich auch zu bewerben, wenn sie ihren Sammlungsschwerpunkt, wenn sie ihren Vermittlungsbereich stärken wollen. Und zwar haben wir ein bundesweites Volontärsprogramm ins Leben gerufen. Uns war es wichtig zu sagen, Vermittlung ist kein Projekt. Man kann sich bei uns nicht um Projektförderung oder sowas bewerben, weil das ist eine dauerhafte Aufgabe aller Museen. Die Museen, die den Zuschlag bekommen haben, 23 Museen bundesweit, die haben eine anteilige Förderung der Vermittlung, der Volontärsstelle bekommen, plus die Volontäre werden im Bode-Museum ausgebildet. Wir haben also gesagt, wir wollen einerseits die Vermittler untereinander vernetzen, andererseits wollen wir dazu beitragen, dass das Wissen, was im Labor in Berlin erarbeitet wird, auch gleich wieder in die Bundesrepublik hinausgetragen wird und so dann auch eine Ausbildung ermöglicht wird, die die Vermittler dann ihr Leben lang mit in die Arbeit in ihren Museen tragen können. Und um auch eine Vernetzung der Fachleute und der Diskurse zu ermöglichen, gibt es einmal im Monat eine Diskursveranstaltung in den Räumen im Bode-Museum, wo nationale und internationale Positionen gezeigt und diskutiert werden. Und weil Sie jetzt wahrscheinlich alle schon viel gehört haben, zeige ich Ihnen jetzt mal einen kurzen Film. Das ist der Imagefilm von dem Le Bode, weil ich glaube, das ist immer ganz schön, wenn man auch noch mal zwischendurch nicht nur Vorträge hört, sondern auch noch kurz was sieht. Was so. Keine Ahnung, war da noch nie. Klingt mega öde. Nackte Figuren, okay. Und sonst? Nee, kenne ich nicht. Warum eigentlich nicht? Denn wir laden Sie ein, hinter den Türen des Bode-Museums Neues zu entdecken. Etwas, was Sie dort nicht vermuten. Wir setzen das Museum in Bewegung. Lab Bode hat Räume geschaffen für Ihre Fragen. Denn wir wollen wissen, wie soll das Museum von morgen aussehen? Hier tauschen wir die Rollen und hinterfragen Hierarchien. Weil es nicht darum geht, der Farbe beim Trocknen zuzugucken, sondern sich ein Bild zu machen, in andere Jahrhunderte einzutauchen und in Dialog mit den Kunstwerken zu treten. Schülerinnen und Schüler werden Kunst neu entdecken und was sie für sie selbst und ihr Leben bedeuten kann. Sie sollen herausfinden, was relevant ist, was Kunst und was ein Museum alles sein kann, um letztendlich die ganz großen Fragen zu stellen. Vermittlerinnen und Vermittler arbeiten mit Ihnen zusammen, geben Anregungen und Ideen zum Experimentieren mit der Kunst an Sie weiter. Sie lernen voneinander und gestalten gemeinsam das Museum um. Unterstützt vom Team, von der Museumsleitung bis zur Kasse, bietet Lab Bode einen Einblick in das Museum und hinter seine Kulissen. Unsere anderen Besucherinnen und Besucher werden auch eingebunden und können so ein unerwartet anderes Museum erleben. Doch das ist erst der Anfang. Denn in ganz Deutschland werden sich Museen an Lab Bode beteiligen. In unseren digitalen Baukästen werden Fragen, Antworten, Ideen, Wissen und Spaß geteilt. 21 Museen und zahlreiche Schulen werden Teil unseres Netzwerkes sein. Lab Bode ist das vernetzte, gemeinsam gestaltete Labor, das die Kunst in den Alltag bringt. Vielleicht wird nicht jedes Kunstwerk, nicht jedes Museum begeistern, aber vieles wird unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer für immer begleiten.
Das als kleiner Einblick. Das sozusagen zu unserem Labode-Programm. Wir können Sie, ich stehe auch natürlich gleich für Fragen zur Verfügung, wir können Sie in Newsletter aufnehmen, kommen Sie gerne vorbei, es gibt da viel zu sehen und wir freuen uns zu den Fragen einfach wirklich in einem intensiven Austausch mit den Besuchern zu sein. Ein sehr ähnliches Programm, was ich noch kurz nennen möchte, also was einen ähnlichen Ansatz hat, ist das Bauhaus-Agenten-Programm. Im kommenden Jahr wird das Bauhaus 100 Jahre alt und zu diesem Anlass kriegen Weimar, Dessau und Berlin neue Bauhausmuseen. Und auch da war unser Anliegen als Kulturstiftung des Bundes, gemeinsam mit den Häusern zu sagen, dass man natürlich auch sich überlegen muss, wer kommt dann in das Haus und was will das Bauhaus dann ab dem Jahr 2019 mit den Besuchern verhandeln? Welche Geschichten sollen da erzählt werden? Und auch da sind Bauhausagenten unterwegs und arbeiten mit Schulen einerseits an der Museumsgestaltung schon mit. Die sind sozusagen, diese Bauhausagenten sind für 4 Jahre an den Häusern angestellt, arbeiten mit schon in den Planungsteams für den Bau. Da geht es also wirklich auch darum, wie muss die Vermittlung schon in den Bauten mitgedacht werden, wie sehen die Räume dann aus. Und das Zweite sozusagen auch da, die Formate mit den Schulen für das neue Haus schon vorab zu entwickeln, dass es eben nicht erst hinterher kommt, wenn das Haus steht und dann braucht man noch schnell ein Vermittlungsprogramm, sondern andersrum zu denken, zu sagen, eigentlich ab dem Tag 1 soll hier jeder ein Angebot finden, wo er anknüpfen kann, wo auch das Bauhaus sich in der Gegenwart positioniert. Und da haben wir auch das 4-jährige Programm, das Bauhausagentenprogramm, mit ins Leben gerufen. Das sind jetzt 2 Beispiele. Hier ist ein interaktives Projekt, wie man mit dem Bauhaus dann spielen kann. Das sind auch alles Erprobungsmodelle, die dann gegebenenfalls Eingang in die neuen Museen finden. Im Moment stehen ja alle 3 noch nicht oder sind alle 3 noch nicht eröffnet. Aber die testen an den 3 Orten ganz, ganz intensiv und am Ende wird es hoffentlich ein sehr vielfältiges und innovatives Vermittlungsprogramm an den 3 Häusern, aber eben auch aus den Häusern raus in den gesamten Städten zum Thema Bauhaus und natürlich auch zum Jubiläumsjahr geben. Und hier, also sagen, die versuchen auch jetzt schon in den Raum rauszugehen, die Schüler gestalten jetzt schon auch hier den Zaun halt mit, aber exemplarisch steht es halt dafür, dass sie schon jetzt versuchen, das Thema Bauhaus auch im Stadtraum zu verhandeln. Das waren 2 Einblicke in Vermittlungsprogramme. Weil das Thema der Tagung auch sehr viel Digitalisierung ist, möchte ich nur noch ganz kurz darauf hinweisen, dass die Kulturstiftung des Bundes auch ein sehr, sehr großes neues Programm zum Thema Digitalisierung, Kultur digital ins Leben gerufen hat. Das besteht aus 3 Teilen. Das können Sie sich auf unserer Homepage intensiver angucken. Es gibt einen Teil, das wird eine Akademie sein, die in Dortmund verortet ist. Das ist die Förderung des Hackathons Coding Da Vinci. Und der 3. Teil, der wahrscheinlich auch wichtig ist, sich nochmal intensiver anzugucken, das ist ein Fonds, der heißt Fonds Digital. Und hier reagiert die Kulturstiftung auch auf den Befund, dass in Deutschland erst wenige Kultureinrichtungen begonnen haben, die digitale Konzepte und Angebote zu erarbeiten, ihre Institutionen dahingehend weiterzuentwickeln. Und es geht darum, mit diesem Fonds einen kritischen und kreativen Umgang in den Institutionen anzustoßen und aber auch zu fördern. Da haben Sie Zeit, also die Antragsfrist ist erst der 1. Juli 2019. Schauen Sie sich, wenn Sie Interesse daran haben, die Fördergrundsätze nochmal genau an. Es werden hier Verbünde von Kultureinrichtungen, also immer mindestens 2 Kultureinrichtungen plus ein digitaler Partner gefördert, die wiederum über einen längeren Zeitraum schon Strategien haben, wie sie sich, also welche digitalen Strategien sie in ihren Institutionen verankern wollen. Dabei geht es um das digitale Kuratieren, digitale künstlerische Produktion, digitale Vermittlung und die Kommunikation. Und genau, das schauen Sie sich gerne an. Ich stehe auch für Fragen zur Verfügung, kann ja auch den Kontakt gleich geben. Und zum Schluss vielleicht noch ein Gedanke. Wir reden ja hier sehr, sehr selbstverständlich über Vermittlung und das ist uns auch allen klar, dass das dazugehört. Aber es ist halt letztlich doch so, dass bevor Kunstvermittlung beginnen kann, erstmal Schwellen übertreten werden müssen und überwunden werden müssen.
Das heißt, wir kommen nicht umhin, auch weiterhin über diese Schwellen zu sprechen und eben die Fragen zu stellen und nicht davon auszugehen, dass wir schon wissen, wie es geht, sondern eben davon auszugehen, dass wir noch nicht wissen, wie es geht und dass wir noch vieles erproben müssen. Und auch immer wieder die Frage zu stellen, ob es denn auch die Bereitschaft zum Teilen gibt, also Sharing Heritage, das ist sozusagen auch eine wichtige Frage, die uns beschäftigen sollte. Das sind Fragen, denen wir mit Offenheit und auch einer gewissen Mut zur Veränderung begegnen sollten. Und wir würden uns freuen, wenn wir das gemeinsam in Programmen oder in solchen Tagungen mit Ihnen tun können. Herzlichen Dank.